Ja, wir suchen nach der hässlichen Blume. So, da haben wir wieder eine Barriere. Gehe ich erstmal hierher. Hier haben wir noch eine Kiste. Alles klar. Und da hinten kann man runterspringen. Da will ich jetzt aber erstmal nicht runterspringen, denke ich. Dann gehe ich erst nochmal auf der anderen Seite gucken. Ich weiß halt nicht, wo ich dann rauskomme, wenn ich da hinten jetzt runterspringe. Deswegen, nachher muss ich dann wieder so weit zurücklatschen. Das wollen wir ja nicht. So, hier ist eine Barriere und da kann ich dann auch nur runterspringen. Ich habe das Gefühl, ich muss da dann noch runterspringen. Mal gucken. Nee, hier können wir auch durch. Also muss man nicht unbedingt da runterspringen. Oder sind wir hierher gekommen? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Wahrscheinlich ist es genau das, was wir brauchen. Würde ich mal schätzen, damit wir dann weiterkommen. Wir machen so viel Schaden hier. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Sag mal, ist da echt immer noch ein Vieh? Das gibt's doch nicht. Wo kommst du denn auf einmal wieder her? So. Aha, hier kann man dann runterspringen. Das heißt, hier komme ich überhaupt nicht hoch. Dann werde ich jetzt hier den Hebel betätigen. Oh. Oh. Ha. Aber da komme ich doch gar nicht wieder hoch. Naja, dann muss ich den Hebel ja wieder betätigen hier. Okay, das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Weil sonst komme ich ja wieder nicht zurück. Ach, wieso musste die Abtei das auch hier einbauen in dem Wald, ey? Das ist doch total doof. Naja, mal schauen. Vielleicht muss ich doch dann da hinten erstmal runterspringen, um weiterzukommen. Also hier komme ich nicht dran vorbei, weil da ist ja das Tor. Einen Hebel dafür habe ich hier jetzt in der Gegend noch nicht gefunden. Also hüpfe ich jetzt einfach mal da hinten runter und hoffe mal, dass wir dann da weiterkommen. Ich denke aber mal schon. Es müsste eigentlich klappen. So. Wir sind runtergejumpt. Ist natürlich die Frage, wo kommen wir jetzt raus? Hier ist auf jeden Fall ein schweres Monsterchen. Also eine Monsterjagd. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann machen wir die doch einfach. Wenn wir die schon mal gefunden haben, ist das doch schon mal gut. Und dann müssen wir wahrscheinlich dann da links, rechts weiter, ne? Hallo, ich nehme das noch eben mit. Oh, hier ist auch noch was. Jawohl. Okay, komm, wir machen die noch alle platt. Ach, alle geht gar nicht. Manche sind einfach zu schnell, manche Monster. Dann kriege ich die gar nicht so schnell auseinander, also zusammengezogen irgendwie. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir gehen ja auch so richtig fix eigentlich kaputt. Jetzt komm schon. Kommt. Kommt, alle beide. Nein, hierhin. Mann, seid ihr doof?
Die sind doof. Dann lasse ich sie halt. Dann nicht. Mensch, die haben echt nicht viel Gehirn anscheinend. So, welches Level haben wir denn? Da muss ich gleich mal gucken. 24. Okay. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Wieso ist denn da eine Barriere? Menno. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass wir da wenigstens so einen schwierigen Kampf haben vielleicht. Und dann ist da einfach eine Barriere. Ich fasse es nicht. Und jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie ich die wegkriege. Da ist auch eine Barriere. Was soll denn das mit den ganzen Barrieren im Moment? So, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann komme ich nicht wieder zurück. Das will ich nicht. Ich will, dass die Barriere da weg ist. Also nicht die, aber die bei dem schweren Vieh halt. Die soll weg sein. Also gehe ich erstmal hier lang. Was sagt eigentlich meine Karte? Okay, immerhin habe ich eine große Karte. Das ist ja schon mal gut. Dann habe ich eine kleine Übersicht. Aha. Okay, wir kommen jetzt anscheinend hier in dieses Gebiet, aber von oben. Aber hier müsste ich dann auch wieder runterjumpen. Ich will ja nicht runterjumpen. Mal schauen. Tja, also entweder jump ich da jetzt runter. Oder nicht. Oder jump ich doch erst hier hinten dann nochmal runter. Ich weiß es nicht. Wenn das falsch ist, darf ich nochmal eine Runde extra laufen. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal doch hier unten runter. Also hier. So. Vielleicht ist ja hier ein Hebel. Nein, aber immerhin eine Kiste. Mit Galt. Das ist ja auch schon mal gut. Und immerhin ganz viele Katzgeister. Das ist ja auch nicht so schlecht, aber ich glaube, es hat uns jetzt nicht wirklich weit gebracht. Und jetzt darf ich wahrscheinlich... Ah nee, guck mal hier. Hier ist ein Schalter. Das ist ja schon mal was. Moment, ich sammle das hier erst noch ein, bevor ich den Schalter benutze. Ich hoffe, dass dadurch vielleicht jetzt die Barriere weggeht. Also hinten bei dem schweren Monster vor allem, dass die Barriere dann weggeht. Mal schauen. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter und laufe dann da hinten wieder durch. Und dann sehen wir ja, ob die Barriere nun weg ist oder nicht. Wäre ja schön. Eine andere Idee hätte ich nämlich nicht, um an das Vieh zu kommen. Müsste doch eigentlich geklappt haben. Die Barriere ist weg. Yeah, yeah. Und das Vieh wartet auch schon auf uns. Juhu. So, ich sammle hier erstmal ein. Das Vieh bewegt sich ja nicht so großartig. Naja, doch ein bisschen. Oh, meine Expedition ist auch schon wieder zurück. Das ist doch schön. Wartet, dann mache ich das auch noch eben. Tja, leider nichts dabei. Dann schicken wir das Schiffchen jetzt mal hier hin. Dann können wir wieder neue Sachen finden. So. Das haben wir auch alles eingesammelt. Okay. Hier ist noch ein Katzgeist. Dann wollen wir mal. Bam. So, welches Level hast du denn? 28. Jawohl. Sehr gut. Oh nein. Nicht so. So, jetzt hier. Jetzt werden wir ihn richtig platt machen. Ach komm, nicht immer schützen. Schütz dich nicht immer. Schützen ist doof.
Oh Gott, ich bin fast tot. So, ich hoffe, ich wurde zwischenzeitlich mal geheilt. Anscheinend nicht. Jetzt kriege ich ein bisschen was dazu. Das ist gut. Au, au, au. Aber nicht sehr viel, ne? Wie ich gerade merke. Vielleicht sollte ich mal was nehmen. Hier so ein Apfelgelee oder so. Na, immerhin. So, und jetzt machen wir die Pflanze aber platt. Bäm! Wow, wow, wow. Oh nein, die macht aber auch einen Schaden, ne? Die hat ja wohl einen Schaden, die Pflanze. Oh Gott. Ich muss versuchen, mich immer zu schützen. Was echt nicht immer leicht ist. Wow, ich glaube, ich habe überlebt mit einem KP habe ich überlebt. Holy shit. Okay. Einem KP, das ist doch nicht zu fassen. Aber immerhin haben wir es geschafft. Also wir können uns nicht beschweren, wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück zu der einen Stelle, wo ich gerade war. Meine Nase killert gerade. Das ist dann ein bisschen ungünstig gerade. Aber egal. So, hier hinten war das, glaube ich. Und dann müssen wir da nämlich auch wieder irgendwo, glaube ich, runterspringen oder so. Und dann müssen wir mal schauen, wo es dann weitergeht. Hier, genau. Hier muss ich jetzt runterjumpen. Also war das richtig gut, dass ich hier nicht sofort runtergesprungen bin, sondern dass ich lieber noch gewartet habe. So konnte ich nämlich dann tatsächlich den Hebel betätigen. Moment, da hinten ist die Katzkiste, ich weiß, aber ich will jetzt eben noch hier gucken in dem Gebiet, ob hier noch irgendwie was ist, mal abgesehen von Monstern und Tatsache. Hier ist noch eine Kiste. Yeah, das freut mich. So, ich sollte vielleicht die Monster hier dann auch noch eben kaputt machen. Nein! Sehr schön. Diesmal hat es geklappt. Aber eigentlich, wir sind echt so stark bisher. Also wir haben kaum Probleme, mal abgesehen von der Pflanze gerade. Aber die hat ja auch nicht wirklich Probleme gemacht. Die hat halt einfach Velvet ziemlich oft angegriffen. Mit ein paar starken Angriffen vielleicht. So dass Velvet viel KP verloren hat. Aber die anderen haben ja alle gelebt. Und überlebt. So, stirb, 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 stirb. Wuhu! Ja, sehr schön. So, hier jetzt noch die Stinktiere kaputt machen. Ih! Der hat gerade echt eine Duftwolke hinterlassen. Na also, es geht doch. So, perfekt. Dann können wir jetzt hier oben weiter marschieren. Und vielleicht sind wir ja dann auch schon fast an unserem Ziel. Das wäre natürlich sehr schön. Da hinten ist die nächste Katzkiste. Mal gucken, was die jetzt so kostet, um die zu öffnen. 115. Das wird leider nicht mehr weniger anscheinend. Es wird immer mehr. Und dann bekommt man nicht mehr so oft was von denen. Die sind schon sehr, sehr... Naja. Oh, sieh mal einer an, was hier rumsteht. You there. What do you think you're doing here? We could ask the same of you. Ach ja, meinetwegen. Kämpfen wir halt wieder gegen die hier, aber guck mal, wie schnell wir sie platt gemacht haben. Is something going on back there? They didn't look like they were demon hunting. Are you making that move? No, it just did it by itself. He's in sync with his compass, just like Aizen and his coin. Aizen, you're an Earth Moloch, right? Do you sense anything around here? No, I don't.
It seems Lafayette's senses are sharper than mine. It stopped, but something still feels wrong. Like what? It kind of feels like when we got sealed inside that Earth Pulse. So a force similar to Enominot's power? I'm starting to think this may be no ordinary demon we're dealing with here. Was könnte das zu bedeuten haben? Ich bin gespannt, was bewacht die Abtei hier? Weil anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Die jagen diesen Dämon nicht, die bewachen den eher. Aber warum? Och Gott. Was ist denn hier noch für ein Aufmarsch an Monstern? Oh Mann, ich glaube, hier müssen wir wirklich erstmal aufräumen. Das geht sonst nicht. So, Moment. Eben ein paar Pünktchen tanken hier und dann weitermachen. So, das war der erste. Riskantes Treffen, das sind dann wieder mehrere, glaube ich. Moment. Komm, gib mir so ein blaues Pünktchen. Na also, es geht doch. Geht doch. Am Ende des Kampfs kriege ich dann meine Pünktchen auch wieder zusammen. Aha, okay, da haben wir schon den Schalter. Da geht's weiter. Ich räume hier noch ein bisschen auf. Bam, bam. Jawoll. Die immer mit ihrer Tafel Schokolade da, ey. Das ist der Hammer. Ich kann keine Screenshots aufnehmen. Ja, das ist mir doch sowas von egal. Ich habe übrigens echt immer noch... also ich habe mal wieder geguckt, ob man das nicht irgendwo ausschalten kann, weil ich persönlich das sehr nervig finde, diese ganze Ansage. Aber ich habe echt bisher nichts gefunden, dass man diesen Text in irgendeiner Art und Weise abstellen kann. Naja. Ich glaube, da muss man sich da einfach dran gewöhnen und muss es halt über sich ergehen lassen anscheinend. Was ich ziemlich doof finde, aber naja, was will man machen? Boah, bin ich echt so langsam? Was ist los hier? Och Gottchen. Stinkt hier. Hau doch mal ab. So, jetzt aber hier. Meine Güte. Diese Stinktierchen. So, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ist ja okay. Okay, also hier geht das nachher auf. Das heißt, jetzt ist es noch dazu. Gleich geht das dann da auf. Dann kann ich nämlich da durchmarschieren. Wir holen uns eben hier noch die Kiste. Yeah. Und dann drücke ich mal auf den Knopf. Sehr schön. Noch so ein paar Tails-Münzen. Bei denen ich immer noch nicht weiß, wofür die eigentlich sind. Boah, es ist aber auch schnell, dieses Vieh. Also die Viecher sind wirklich sehr schnell hier. Die sind echt schnell unterwegs. Aber nun gut. So, das sammeln wir noch ein. Oder auch nicht. Und hier ist der Speicherpunkt. Das heißt, wir sind ganz nah an unserem Ziel. Das ist doch schön. So, dann würde ich nämlich sagen, ich speichere hier mal. So. Dann speichern wir hier eben. Und dann machen wir aber noch ein bisschen weiter. Oder? Ja, komm, ich habe Lust. Ich habe Lust, noch weiterzumachen, also machen wir auch noch weiter. Oh, guck mal hier. Eine Kiste. Ich sag's ja, wieder in der letzten Ecke, ey.
So, dann mal hier durch und dann wird da wahrscheinlich jetzt irgendwas Tolles passieren. Oder was nicht Tolles, wer weiß. Bin gespannt. Ein unsichtbarer Dämon. Ich bin gespannt. Do you feel anything here? No, not right now. So, ich glaube, wir haben alles eingesammelt. Look, purple flowers. Yep, Solitoma. Is the demon the real reason the Abbey's closed off the forest? Worry about it later. It's flower picking time. Agreed. What do you think, kiddo? I told you these things were hard on the eyes. I mean, who puts those colors together? Yeah, they're really nasty looking. But if they help the others, that's good enough for me. This must be the demon we were warned about. Are you all right? I'm okay. So much for this demon being hard to find. Is this the Reaper's curse yet again? We're just getting started. Another barrier! That barrier. Even my praetor hearts can't break that. What's going on here? Why go to such lengths to keep this demon alive? Either way, I don't think we're hauling how many flowers unless we beat up Mr. Bugglesworth here. Right. Everyone, let's do this! Okay, welches Level hat der? 24. Ja gut, dann brauche ich mir ja eigentlich keine Sorgen machen. Aber die Frage besteht natürlich trotzdem weiterhin noch, warum fangen die hier so einen Dämon ein? Für was? Für welche Zwecke? Da bin ich echt mal gespannt, was dahinter stecken wird. Was? Ich hab mich da extra geschützt, Mann. So, jetzt aber hier. Jetzt mache ich dich aber sowas von fertig. Bis es nicht mehr geht hier. Und da ging es nicht mehr. Doch, einmal geht noch. Einmal ist noch drin, das muss reichen. Komm schon, stirb. Jawoll. Collecting is a sweatier hobby than I thought. Look! Can we keep him? No. Hand it over. I'll dispose of it. The Abbey had some reason for protecting it. Maybe we should keep it alive for observation. You want it, you feed it. Take care of him. Anyway, now that we've got these flowers, Eleanor and my crew ought to be out of danger. Hey, forgetting somebody? It looks like we've closed the door on this little episode.
That insect demon was a bit of a surprise, but I still think this curse business is overblown. I can count on one hand how many have survived more than 3 years at my side. If you're not careful, you might wind up as corpse number 50. 50? That's how many comrades I've lost. Oh, I'm sorry. Just saying, don't let your guard down. Right. Now that we've got what we need, we should get back to the ship. Ja, sehr schön. Mysteriösen Käfer erhalten. I wonder what they call this kind of bug. You're way into that thing, aren't you? Naja, er will halt was lernen, Velvet, ne? Das kann man ihm nicht verübeln. Aber warum der da eingesperrt ist, wissen wir immer noch nicht. Oder eingesperrt war. Ich meine, ist der Dämon jetzt noch da als Insekt? Oder ist es jetzt nur noch ein normales Insekt? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich ist es immer noch ein Dämon, ne? Aber warum ist er jetzt auf einmal lieb? Weil wir ihn verhauen haben? Ach, wer weiß das schon. So, ich werde auf jeden Fall jetzt hier an der Stelle erst einmal einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!